Ja, guten Morgen und herzlich willkommen im Gewächshaus-Studio. Es geht ja weiter mit dem Eisen, unser letztes Eisenthema, bevor wir weitergehen zu einem neuen Thema nächste Woche. Man sieht ja, Mütze, das ist eine besondere Mütze tatsächlich, es ist ja nur erhältlich in Amerika, habe ich ja dort gekauft auf meine letzten Golfreise. Eine Golfreise, ja, das vielleicht gibt sie irgendwann wieder. Florida, nächstes Jahr. Guckt mal auf meine Webseite. Aber zuerst einmal unser letzter Eisentipp über, wie man aufschwingt. Kontrolle über die Schwungebene. Ganz, ganz wichtig vor ein paar Jahren für ganz viele Golfer in Deutschland. Heute Gott sei Dank weniger. Ist auch nicht so wichtig, wie man früher gedacht hat, weil man verstanden hat, dass tatsächlich ein Körper hängt dann so an einem Schläger und der macht das nicht alles ganz alleine. Es gibt aber eine Sache, die man durchaus kontrollieren könnte mit Eisen, weil es ist eine Sache, die sehr häufig vorkommt. Vor ein paar Tagen haben wir das mit dem Brettschieben gemacht. Wenn also das nicht geguckt wurde, geh mal ganz kurz zurück und schaut euch das bitte an, weil das ist ja die Mechanik dazu. Aber die Kontrolle darüber kann man wunderbar vor einem Spiegel. Ich mache gern das Ganze draußen, aber Spiegel zu Hause geht natürlich auch wunderbar. Ich nutze ein Fenster auf der Terrasse hier, wo ich meine Abbildung sehen kann. Und was ich machen will, ist meine Bauchmuskulatur nutzen, um den Start des Schlägers zu kontrollieren. Und seht ihr, wie schnell ich die Bewegung mache? Also nichts mit hinpositionieren, sondern aus hier, zügig, und das kontrolliere ich in dem Fenster hier, um zu gucken, ob der Schläger wirklich mehr oder weniger gerade geht. Und was ist gerade? Gerade ist ein ganz kleiner Bogen, wenn der Schläger in das Ende hier immer der gleiche Abstand von mir entfernt bleibt. Also schnell im Spiegel und das hier machen und dann haben wir den Schläger ordentlich weggenommen. Ja, Sachen, die ich gut finde. Diese Erfindung, ich weiß nicht, ob es eine Erfindung ist, aber der Alleingriff von Golf Pride mit so einer Art Säule hier hinten am Griff längs laufen. Und das ist da, sodass wenn ich hier den Schläger greife, spüre ich diese Säule und kann minimale Veränderungen in der Ausrichtung der Schlagfläche tatsächlich sehr, sehr gut spüren. Also für mich macht das extrem Sinn mit dem Eisen, klar. Ich habe es an allen langen Schlägern, aber ich habe es nicht auf meinen Wedges. Warum? Weil ich natürlich den Schläger hin und wieder mal offen machen will, im Bunker zum Beispiel. Und dann wäre es doof, diese Geschichte zu haben. Insofern finde ich eine ganz tolle Sache, muss man unbedingt ausprobieren, bei langen Schlägern, aber vielleicht weniger so bei den kurzen. Also, Dinge, die ich gut finde, Teil 4 war das. Oder so.